Und damit herzlich willkommen übrigens auf YouTube. Wir nehmen gerade noch gleichzeitig auf. Es ist der Spooktober, da sind wir wieder so. Ach, was ist das denn da? Da sehen wir wieder so aus, ne? Ich hoffe, dass ich dieses Spiel, je nachdem wie es ist, Chat sagt, spiel es unbedingt. Es ist auch nicht wirklich lang, dass dieses Spiel, wo wir jetzt mal auf die Settings gehen, ich noch hochladen kann im Spooktober auf YouTube. So, wir haben hier Englisch und Deutsch. Das ist ja fantastisch. Qualität hoch. Verwackeln der Kamera. Wir gucken mal, aber eigentlich eher nicht, dass das hier gefällt mir ist gut. Aber was ist das Band? Weiß jemand, was das Band ist oder die Band? Gibt es hier eine Band in dem Spiel? Was genau hat das zu heißen? Keine Ahnung. Ich mache das jetzt einfach mal so. Ich mache meine Kamera aus und wir gehen mal auf neues Spiel. Unter den nebligen Himmel Chinas liegt Kowloon, die bevölkerungsreichste Stadt, in der Armut und Bandenkriminalität vorhanden ist. Für einen jungen Studenten ist es jedoch der erste und unmittelbare Wunsch, eine günstige Unterkunft zu finden. Was erwartet ihn innerhalb der Mauern? Hallo Kowloon, betreten Sie die Stadt. Das sieht ziemlich nice aus. Ich drehe durch, ne? Ich möchte euch dazu nochmal was sagen. Erstmal eine absolute Premiere hier. So, Ausfahrt. Okay, alles gut. Ich habe tatsächlich vor kurzem heißt vorgestern, glaube ich, mit Erik noch eine Doku geguckt, eine kleine Mini-Doku auf YouTube, die wir tatsächlich aber schon mal gesehen haben. Denn ich finde, dass das Ganze rundherum über diese Kowloon, super interessant, wie das entstanden ist, es gibt Leute, die wohnen da und kennen die ganzen Orte selber nicht und es gibt keine Möglichkeit, diese ganze Stadt zu mappen. Es wohnen so viele Leute darin, es sind so viele Shops darin, es ist natürlich sehr viel Kriminalität. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass Ärzte, Zahnärzte und so auch ohne Lizenz da arbeiten, die sind dann eher außen. Also es gibt sehr, sehr viele Dokumentationen darüber. Ich kann euch das nur empfehlen. Es ist wirklich krass. Ich weiß nicht, was mich mit dem Spiel hier beim Spiel erwartet, aber ich habe richtig hart Bock drauf. Und es ist auch sehr laut gerade auf dem Öhrchen. So, wir sind jetzt also in irgendeinen dieser Gänge reingegangen. Und die Grafik ist richtig nice. Und Leute wohnen hier wirklich auf absolut engstem Raum. Und ich glaube, es riecht auch an manchen Ecken nicht so nice. Da oben ist irgendwo der Himmel, aber da alles so dicht gebaut ist, ist halt alles hier dunkel, aber draußen ist es auch dunkel, ne? Dass das überhaupt dann so funktioniert, auch mit dem Strom und so. Ey, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. So, wir möchten also eine Unterkunft hier. Guck mal hier mit der Wäsche draußen, ne? Teilweise sind das auch richtig hohe Häuser, wo auf dem Häuser nochmal ein Haus gebaut wurde und darauf nochmal ein Haus und alles halt auch eher so notdürftig und billig. So. Es ist sehr, sehr laut. Chat, sagt mir, wenn es euch zu laut ist, ne? Okay, aufmachen kann ich sie nicht. Okay. Immer dieses Wellblech, ne? Sogar Arte hat eine Doku drüber gemacht. Oh, gerne den Namen der Doku in meinem Discord verlinken. Ich hab Bock, ich guck. Ich guck das. Ich hab Bock. Das sind Sachen, die mich sehr interessieren. Okay, hier können wir jetzt rein. Ach so, es ist abgerissen. Warte mal, wann habe ich denn die Doku geguckt? Die Doku war aber gar nicht so alt. Die ganze die Stadt war eine Inspiration für Stray. Oh, da wo die Stadt damals stand, ist heute ein Denkmal. In Japan gibt es aber einen Themepark, das weiß ich. Da wollte ich nämlich immer mal hin und ich wusste nicht, dass es darauf beruht. Das habe ich jetzt erst in der Doku nochmal, ne, wir haben sie schon mal gesehen, aber wieder gehört.
Kowloon Wall City, dichtester Ort der Welt. Crazy Borders. Ja, geil. Nice. Okay, aber jetzt konzentrieren wir uns auf das Spiel, das übrigens ein Horrorspiel ist. Deswegen zum Spooktober. Ich mietete ein Zimmer in einer Wohnung im vierten Stock. Ich muss mir natürlich alles angucken. Sieht aus wie ein kleines Hinterzimmer. Oh, die Kabel. Ich mache eine Sache aus. Ich hoffe, mir ist da keiner böse. Oh, wie viel besser. So klein ist das gar nicht. Ja, hier jetzt gerade wirklich nicht. Hier geht's echt, ne? Vielleicht ist es aber auch, ja, damit man es besser spielen kann. Okay, es ist schön atmosphärisch. Gefällt mir sehr gerade. Bis der erste Schreck kommt, aber es... Oh mein Gott. Hallo, Bibi? Hallo. Schade um den Hund, er muss hungrig sein. Ja, super, toll. Ich hasse sowas. Und ich kann ihn nicht petten. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Abgeschlossen, okay. Bibi. Mann, gib dem Hund was zu essen, Mann. Und ich kann da nicht rein. Okay, doch kann ich wohl. Night Clan Trash. Igitt, wie das stinkt. Ja, ist bestimmt richtig geil hier im offenen Raum da so. Boah, nice. Wir wissen alle, der Hund kriegt gleich was zu essen. Ein Feini. Ja. Feines Baby. Bestimmt auch, hat bestimmt auch eine Art von Entspannung einfach. So einfach der RWE-Chef, der sitzt dann hier immer, guckt sich an und denkt sich, ja geil, noch mehr Kohle. Alle Leute verbrauchen Strom. Woo, wir machen es richtig teuer. So. Obwohl wir es trotzdem günstiger machen könnten, aber haben es ja dann auch. Ne? Es gibt ja die Strompreisbremse. Ja. Schön mit dem Sound, ne? Oh Gott, ich wollte eigentlich was anderes sagen. Wenn ihr wüsstet, was ich sagen wollte, ich deute es an. Ich wollte sagen, der sitzt dann hier oder irgendeiner von der Stromcompany guckt sich das an und wir spielen mal weiter. Das habe ich nur noch nicht getraut zu sagen. Ist ein bisschen obszön. So. Das ist wirklich so richtig geil verschachtelt, ne? Alter. Oh, Arte-Dokus darf man nicht im Stream gucken, oder? Ich bin gegangen. Ich habe den Schlüssel im Laden gelassen. Er liegt draußen vorm Eingang. Im Laden. Klar kann man das. Darf man Arte Dokus gucken? Bin mir sehr unsicher. Wieso nicht? Ja, weil Copyright und so. I don't know. Manche erlauben es, manche nicht. WDR ist, glaube ich, okay. WDR ist eh mein Herz, ne? Ah, okay. Im Laden gelassen. Ich gehe nochmal kurz dahin. Warte, darf man. Okay. Ey, ohne Scheiß. Das gucken wir zusammen. Erinnert mich bitte im Stream dran. Auf YouTube, sorry. Aber das kann ich nicht so wirklich hochladen, so als ganzes React. Glaube ich. So. Jetzt ist halt die Frage. Ich bin gegangen, ich habe den Schlüssel im Laden gelassen. Wo ist der Laden? Ich würde jetzt sonst nämlich erstmal wieder nach unten gehen und gucken, ob wir irgendwo reinkommen, wo wir vorher noch nicht rein konnten. Da weint jemand. Okay. Ich versuch's nochmal, aber nein, wir können nicht nach oben. Wir gehen nochmal nach unten. Oh. Hallo. Hey. Hey. Hallo. Hallo. Oh mein Gott, das ist ja süß. Thank you.
Dieser Ort ist schmutzig. Oh, da haben wir schon jemanden gesehen jetzt gerade. Oh, der Herzschlag. Wir müssen nach unten, ne? Ist das so okay, wie ich das spiele? Oh, ganz kurz, Moment. Ich sehe gerade hier oben. Angeheftet können wir lassen, aber ich mache mal den Squad-Stream erstmal aus. Moment. Moment. Lass gerne ein Follow da bei Sora, ne? So, jetzt haben wir den Squad-Stream erstmal aus. So, Entschuldigung, auf YouTube übrigens, ne? Da sind wir wieder. Okay, das ist eigentlich nice gerade. Es ist ziemlich leer da draußen, aber irgendwie wirkt es ja belebt. Dieser Laden scheint zu sein, über den die Vermieterin schrieb. Der Schlüssel sollte hier irgendwo liegen. Right Scallops. Das sind doch hier Muscheln, oder? Wie geil ist das denn? Ich liebe alles gerade. Da ist er doch. Wie schön. Ist das denn mit dem, also mit dem Sound so okay? Der Sound ist nicht zu laut. Ist das ein neues Cheers Art? Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht, aber ich habe diese Vibes einfach. Ne, ist alles okay. Warum ist das denn auf mein Ohr so laut? Ja, ein bisschen, ich habe ein bisschen leiser jetzt für mich gemacht. Ja, ich darf das jetzt. Ich darf das. Wir geben den Hund jetzt auch erstmal was zu essen. Diese Vibes mega. Oh mein Gott, einfach Puffgase. Hä? Ich kann nicht da durch. It is a fart. Hey. Was für dich? Ja, Baby. Den Hund füttern. Ja! Zoowärter wie Zoo. Ist Familienmitglied. Ist für Nicker, ne? Das ist ein Nicker. So, ah, ja, stimmt ja hier hin. Das war gerade noch nicht, ne? Das sieht so aus jetzt hier. Das war gar nicht so klar. Das, wo der Hund war, aber irgendwie nochmal anders. Ich bin verwirrt. Da kam er her. Ah, okay. So können wir nicht ein bisschen.
erstmal weird. Ist ja geräumig, ne? Finden Sie Ihr neues Zuhause. Trautes Heim. Wunderbein. Boah, das erinnert mich so hart an Parasite hier. Ist das vielleicht ein kleines Easter Egg oder sind die wirklich so? Weil Parasite hat ja in Südkorea gespielt, ne? Und das hier erinnert mich sehr an diese Kellerwohnungen in Südkorea an Parasite, also an den Film, den wir auch noch gucken müssen, übrigens, der sehr nice ist. Das erinnert mich halt gerade sehr hart daran. Aber ich kacke auch gerne erhöht, ne? Ist das jetzt wirklich unsere... Oh, Sojasauce, ist das hier wirklich unsere Wohnung? Die komplett einge... Also, das ist ja ein Traum. Hey, das ist voll der Dream. Obwohl, so viele Pfannen... Das ist so für mehrere hier, oder? Kannst du mir nicht erzählen, dass es nur für uns ist? Bitte lass die Musik einfach an. Ich kann nur annehmen, dass das Zimmer der Vermieterin ist. Okay. Das hier. Das ist mein Zimmer. Ach so, ja, okay. Boah, Alter, ohne Fenster. Ich dreh durch, ne? Das ist ja alles ohne Fenster. Ich fange damit an, meine Sachen auf dem Bett zu... Ja, machen wir gleich, machen wir gleich. Oh, lecker, lecker. Okay. Warte mal. Geht's nicht auf? Okay, alles klar. Dann machen wir mal den hier. Stell vor, du das durchholen und musst erstmal die Treppen hoch. Boah, yo, hör auf. Nee. Wie sehr ich mich nach einer heißen Tasse Tee sehne. Ein absoluter Albtraum ist allein, dass es keine Fenster gibt. Ich, keine Fluchtmöglichkeiten. So beengt. Und wenn es in so ein Ding anfängt zu brennen, absolute Hölle, ne? Also, nee, so abgesehen von allem irgendwie jetzt, ne? Ist es halt dieses Verschachtelte und dieses keine Fenster haben. Das ist einfach furchtbar. Das Ding gibt es, oder gab es, Entschuldigung, gab es in echt. Das gab es in echt. Was macht hier rein? Die Tür zum Balkon ist hier schon. Ah, okay, es gibt einen Balkon. Den würde ich gerne sehen. Das ist ja toll, der Balkon. Okay. Wie sehe ich mich nach einer heißen Tasse Tee sehne? Die machen wir auch gleich. Und hier ist ja die Küche. Das müsste also gleich klappen. Aber trotzdem möchte ich nochmal... Alter. Wie, also das, diese Map ist so nice gemacht einfach. Da haben wir Tee. Da ist die Tasse. Tee haben wir nicht. Vielleicht ist das da der Tee. Betrunken ist so ein Klo mit Stufen auch eher schlecht. Oh ja. Vermieterin. Trinken Sie Ihren Tee aus, okay? War das Wasser gerade auch schon so da? Wahrscheinlich, ne? Wie es dann dunkler wird, ne? Ich glaube, es ist Zeit, auf mein Zimmer zu gehen. Ich bin verängstigt. Ich möchte nach Hause gehen. Die alte Frau ist verrückt geworden. Ich konnte schon lange nicht mehr nach draußen gehen. Für ein Blödsinn. Aber es lohnt sich voll, jetzt habe ich die Eingangstür zu kontrollieren. Sehe schon. Sieht so aus, als wäre die Vermieterin bereits nach Hause gekommen und hätte die Wohnung abgeschlossen.
nicht, nachts rauszugehen. Okay. Okay. Wir müssen einen Ausweg finden. Nein, nein, wir müssen einfach nur schlafen. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Der Balkon ist der einzige Ausweg. Zora hat geschrien, ja. Warte, ich muss das leiser machen, weil ich kriege wirklich einen Herzinfarkt hierbei. Hallo, Herr Nachbar, sind Sie da? In die Wohnung des Nachbarn eindringen. Ist das sicher, dass das nicht auch Ihre Wohnung ist? So, weil so von der... Was? In letzter Zeit sind die Dinge in der Stadt merkwürdig geworden. Ich fühle mich hier unsicher. Ich muss die Renovierung beenden und bald ausziehen.
Warum bin ich ausgerechnet jetzt allein im Haus? Warum? Warum spiele ich das? Strom. Nein. Was ist dunkel? Kann man das ein bisschen heller machen? Nein? Okay. Es ist wirklich sehr dunkel hier. Irgendwo, ich kann hier nichts machen. Ich kann hier keinen Schlüssel sehen. Leute, Hilfe. Ich habe Angst. Das Spiel ist ja furchtbar. Das ist auch ein schönes Bild. Über dieses. Oh mein Gott. Ich bin die Pan, ich mag hoch. Ach du Scheiße. Wer hängt denn jetzt da? Ach du Kacke. Hier hängt jemand. Hier hang jemand. Was ist das denn für eine Taschenlampe? Ah, ich hab keine Angst! Was ist das? Yo, alles klar, hau rein, tschüss, was ist los? Wie geht das? Mach das auf! Lass mich mal, oder? Oh, was ist das hier so verzwirbelt? Oh, scheiße, warum ist das so verzwirbelt? Okay, alles klar, ja, hallo, guten Tag, wunderschönes Bild. Was steht da? Was steht da? D, da steht D. Mods, da steht D. Mods! Ich fotografiere das, wenn ihr das nicht aufschreibt. D. Das ist D. D. Dick. Was? Oh nö, ich soll nicht. Ja. Oh nein, ist das. Oh Gott. Ah, D. Dirin. Dirin ist das, ja. Ach, das ist so scheiße jetzt. Ja, die Bilder unterwegs. Ah. Ich schreibe es mir auf, Mods. Alles gut. Alles gut. Mods, ich schreibe es mir auf. D. A. Warte. Noch mehr drin. Ey! Oh mein Gott. Leck mich an meinen Arsch! Oh Gott, nein, bitte nicht. Oh. C. Deka. Deka was? Deacon. Ist mir scheißegal, was. Ey, ohne Scheiß ist mir scheißegal, was für ein Deka. Ich hab genug. Ich hab genug. Das reicht mir. Lass mich hier durch. Lass mich durch. Wer war das im Chat, der es geschrieben hat? Ohne Jumpscares. Bist du sicher, dass das willst, Pan?
Wir ziehen durch. Wir ziehen einfach durch. Danach spielen wir bei Hausvorlesung. D. A. D. E. C. Die können. Decay, Decay, nicht Deacon, Decay. Duck and Carry, Deacon, Deacon. Ah, okay, ich verstehe. Boah, die Taschenlampe ist richtig furchtbar, ne? Und jetzt wieder zurück. Ja, also, wisst ihr noch, als wir da draußen waren mit der Musik, das fand ich super atmosphärisch. Jetzt ist es doof. Ach, ist das scheiße. Weißt du, dann haben wir darüber. Ich will nicht wieder in eine Wohnung. Ich will Strom gucken. Oh, endlich. So, weiter geht's. Kurz aufgeladen, Kräfte getankt. Das ist nicht. Wäre noch schön, wenn es irgendwie mit Voice wäre. Hä? Hä? Wohin? Ich sehe nichts. Wohin? Warte mal, jetzt bin ich gerade verwirrt. Okay, alles gut. Komm, wir machen das nochmal. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Boah, das war aber ganz schön schnell jetzt, ne? Jetzt gerade. Das Zeug da. So, hier. Das war gerade noch nicht da. Das war gerade noch nicht da. Das war gerade noch nicht da. Das ist geskriptet. Nein, ja? Und jetzt erst. Ich dachte auch, wir hätten es jetzt geschafft. Vor allem, ich sehe das. Das ist so dunkel. Oh mein Gott. Was ist gemein? Was ist gemein? Was ist gemein? Leute, 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 das ist gemein. Leute. Leute, Leute, Leute. Leute, das ist so gemein. Leute, ihr könnt das spielen. Ich will das nicht spielen. Wie gemein ist das denn?
gibt einen Ausweg. Code 5913. 5913. 5913. Ah! Dankeschön. Entschuldigung, ich werde manchmal ein bisschen laut bei solchen Sachen, ne? Jetzt sag nicht, dass ich nochmal... Jetzt sag das nicht. Nein, bitte. Hä? Oh Gott. Ich brauche einen Anspitzer für meinen Bleistift. Ich will nicht mehr. Ich will auch nicht mehr! Oh. Was ist denn jetzt los, Alter? Jetzt bin ich auf der Straße und muss nur noch den Weg aus der Stadt finden. Wieso können wir hier lang und da lang? Ich gehe jetzt mal hier oben hin. Boah, wer da sein Fenster hat, ey. Meine Taschenlampe natürlich wieder nicht. Oh. Hä? Hä? Hier ist der Ausweg. Aber wir müssen etwas finden, mit dem wir die Ketten durchtrennen können. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Das ist etwas, aber ich habe... Da ist etwas, aber ich habe kein Geld dafür. Oh, okay. Okay. Wie lange geht das Spiel noch? Weißt du, sie... Boah, ist das scary. Warte, da ist wieder diese Box, ne? Ich kann hier kann ich nicht durch. Ja, was? Die Tür ist weg. Aber ich wollte eigentlich nach unten. Da war ja noch ein Weg nach unten, den wir hätten gehen können. Lol. Okay. Kann ich hier auch durch? Hm? Hier kann ich nichts machen. Da kann ich auch nicht lang. Okay. Der Aufzug funktioniert nicht. Der Generator ist... im Generator ist kein Benzin mehr und der Anlasserhebel ist kaputt. Schön. Ey, ohne Scheiß, damit würde ich ja eh nicht fahren, ne? Erstmal deutsche Eiche rustikal hier, ey. Nein, gehst du auf? Oh Gott sei Dank. Das schon. Wo finde ich nur den Hebel um Benzin? Immer wenn etwas nicht aufgeht, ist das sehr gut. Hebel und Benzin. Nö. Nö. Nein. Nein. Da vorne wird es gerade wieder die Olle. Ja, ich würde dann auch lieber die Treppen nehmen. Von mir aus auch, keine Ahnung, bis zum 28. Stock ist mir scheißegal. Einfach nur, oh Gott, das ist ja. Das ist ein bisschen, also, das ist sehr beengend, das Spiel. Aber klar ist das beengend. Ich möchte nochmal sagen, Leute, dass das ja alles hier wirklich gab, ne? Boah, die Optik. Geld. Wo krieg ich denn Geld her? Eigentlich müsste ich Geld ja aus dem Laden kriegen, ne?
wie ich in den Laden kommen soll. Ach, was? Boah, krass, Alter. Ich zeige dir etwas. Schaue unter den Felsen bei der Schaukel. Felsen bei der Schaukel. Alter, what the fuck? Ahaha, und jetzt von den roten. Und jetzt in den roten Kühlschrank. Wir haben, glaube ich, gerade irgendwo einen gesehen, aber ich will mir das hier nochmal alles angucken, Alter. Minimal heller wäre auch sehr nice. Kommen wir gerade her, ne? In den roten Kühlschrank. Warte mal ganz kurz. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wir kommen ja hier rechts, da kamen wir her, ne? Oder war das doch hier? Steht oben jemand. Irgendwas ist passiert und dann ist so if else, ne? Wenn wir das machen, dann fängt die Musik an und jetzt gleich, ja, das ist einfach, wenn man das sich so vorstellt, ist es ja gar nicht mehr so gruselig und so, ne? Was ist hier los? Wir sind jetzt hier im Laden tatsächlich, aber der Laden sieht jetzt doch wieder ganz anders aus. Oh mein Gott. Ah ne, doch, wir sind im Laden. Wir haben kein Geld, wir haben keine Kasse, wir haben nichts. Also für mich ist das ein Laden, ne? Boah, diese... Da ist gerade jemand gelaufen. Ist immer noch jemand? Meine Gänsehaut ist wirklich on max. Queen. Haben Sie das rosa Tuch im Garten gesehen? Möchten Sie sehen, was sich dahinter verbirgt? Im Garten? Oh Gott, Junge! Wo rein? Mein Heiligtum ist wunderschön, nicht wahr? Ich habe mich hier versteckt nach all dem Horror, der mir allmählich widerfuhr. In meiner Familie und im ganzen Dorf. Es ist gut, dass ich mich, keine lebende Seele mehr gibt in Kowloon City. Sie benötigen diesen Raum. Ja, ich benötige den tatsächlich, ey. Hier will ich bleiben. Girl Power, ja. Girl Power, ja. Zuerst müssen sie die Münze besorgen. Aber wo? Anders als im Laden
Ach so, ach, ah, okay, oh, nice. Ich muss erst eine Münze holen. Ah, okay, okay. Oh, okay. Sonst konnte ich nicht raus. Okay, das finde ich nice. Das ist das Spiel. Oh, das ist nice. Dankeschön. So, wie kommen wir denn jetzt nochmal zurück? Hier, ne? Leck mich doch fett, ey. Boah, der Weg, der sah gerade gar nicht so aus, als könnte man hier hingehen. Ich kann nicht mehr reden. Wir haben den Hebel. Jetzt müssen wir zur Treppe. Wo war das nochmal alles? Hier glaube ich, ja. Boah, das Spiel macht mich richtig hart nervös. Das ist ja schon lange, das hat schon lange kein Spiel mehr geschafft. Gerade war ich die ganze Zeit super chill. Und jetzt ist schon, also das macht schon was mit mir gerade. Wow, das ist aber nice. Aber ich hasse es trotzdem so sehr. Hä? Auch nur das Benzin. Benzin. Wir haben keinen direkten Anhaltspunkt, nicht, dass ich wüsste. Warte. Deswegen wird wahrscheinlich jetzt gleich irgendwas passieren. Bereitet euch darauf vor. Es könnte sein, dass jetzt irgendwas auf ist. Irgendwas, wo wir vorher nicht hin konnten. Da kann sich Erik auf meinen Schoß setzen, damit ich weniger Angst habe. Hä, der wird sich selber einkacken. Ich zwinge mich einfach. Ich mache es wie immer. Wenn ich wirklich bei Spielen Angst habe, zwinge ich mich durch. Weil ich wissen will, wie es weitergeht. Ah, ich will das alles einfach wissen. Ich bin fucking neugierig, ne? Das ist ja schlimmer. Ne? Das ist ja noch schlimmer, wenn man das weiß. Was weiß? Was habe ich gesagt? Ich habe selbst vergessen, was ich jetzt gesagt habe. Komm ich am Benzin? Panetschett ist bei mir. Seid ihr das? Ja? Ich will nur wissen, wo ich der Kack-Benzin herkriege jetzt. Es muss etwas passieren. Ah ja, ich weiß. Okay, ja, stimmt. Hier können wir jetzt hin. Oh Gott, ich hasse es jetzt schon. Oh nein. Nee, dann kannst du euch, wieder zumachen. Okay, geht nicht. Okay. Es ist schlimm. Meine kleine Tochter ist von zu Hause weggelaufen. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Meine Frau ist seit drei Tagen nicht mehr aus der Badewanne gekommen. Alle um mich herum sind verrückt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Dieses Gas aus den Rohren, das habe ich noch nie bemerkt. Ich glaube, es ist alles seine Schuld. Hilfe. Die Schrift ist voll nice. Okay. Oh, weiter geht's. What the fuck? Sie wollen uns aus unserem Viertel vertreiben. Die Regierung verheimlicht die Tatsache, dass wir hier verrecken. Au. Und hier ist ein Kanister Benzin. Gut, okay. Da müssen wir in den Fahrstuhl fahren. Ich komme Entschuldigung.
Ey, woher weiß man, dass ich bei Spielen, also bei Spielen Angst habe? Ich halt einfach die Fresse, ne? Mach so. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass das Make-up komplett abblättert. Deswegen traue ich mich auch nicht, so viele Fratzen zu machen. Aber ich muss Fratzen machen, das tut mir leid. Und hier ist der Generator und wir haben jetzt Benzin. Und da müssen wir mit diesem ganz furchtbaren Fahrstuhl fahren, der noch beengter ist als das ganze Spiel. Wow, das ist widerlich. Boah, ist das ekelhaft. Guck mal. Oh, wie in so einem Sarg. Da ist ein kleiner Pimmel. Mann, ich breche hier ab. Ich breche hier auch ab. Ist das jetzt vorbei, das Spiel? Besuchen Sie das Dach. Ihr Dach ist gut. Oh. Ist okay. Hier ist alles gut. Alles ist gut. Genau. Genau. Es ist Ende. Ich wollte das ja selbst spielen, aber nope, nicht mehr. Oh, du wirst das sowas von selbst spielen. Nix im Pott. Du wirst das sowas. Boah, ist das schön gerade. Hier hinsetzen, eine rauchen. Wir kommen jetzt bestimmt durch den Ausgang raus. Ich finde, anderthalb Stunden sind definitiv zu lang für das Spiel. Seht ihr das da hinten? Thank you.
In letzter Zeit hat die Polizei viele Berichte von Menschen erhalten, die in Kowloon waren. Sie sagten, sie hätten eine Stadt gesehen, die es gar nicht gibt. Die vor 5 Jahren abgerissene Kowloon Walled City war eine der schlimmsten Städte Chinas. Kurz vor dem Abriss war es einem Anstieg an der Kriminalität und ungerechtfertigten Tötungsdelikten gekommen. Viele glauben, dass die Regierung bereit war, für die Zerstörung von Kowloon schreckliche Anstrengungen zu unternehmen. Also super kritisches Spiel, ne? Merkt man direkt. Aber heilige Scheiße, das war intensiv. Lange nicht mehr so ein intensives Spiel. Also länger hätte es auch nicht sein gedurft, muss ich ganz ehrlich sagen. Am Anfang dachte ich wirklich, das dreht sich so komplett um die Vermieterin. Holy shit einfach, ey. Nochmal, am Arsch nochmal. Das war ein krasses Spiel. Das war ein wirklich, wirklich krasses Spiel. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde am liebsten die Doku direkt im Anschluss gucken, aber wir haben ja Spooktober. Allerdings haben wir auch noch viele Spiele, die wir spielen können. Wir müssen ja nicht alle spielen, aber ich weiß es nicht. Alex spielt das in VR, ja auf jeden Fall. Kurz und intensiv, holy, ja. Boah, ganz im Ernst, ey. Mein Herz. Boah, das in VR. Ich muss sagen, ich habe sowieso zum Beispiel Aufzüge fahre ich ja generell sehr selten. In Japan fahre ich die, weil irgendwie fühle ich mich darin sicherer. Oder wenn die besonders hell oder zum Beispiel in etwas teureren Hotels, einfach das, meine Psyche, ne? Aufzüge stürzen selten ab, ne? Aber ich mag auch dieses Gefühl nicht, wenn etwas sehr, sehr eng ist. Und jetzt gerade der Aufzug, fand ich, boah, das hat richtig was in mir getriggert. Aber auch diese Gänge, das kennt man ja in Spielen, aber dieses, als wir am Anfang da reinkamen und da war einfach kein Fenster und man hat sich vorgestellt, man schläft da und auch das Badezimmer hat kein Fenster, so, es gibt keinen Ausweg. So, wenn jetzt was passiert, du bist gefangen. Du bist einfach wie so ein Fisch in einer Sardinenbüchse. Und so haben die Leute halt wirklich da gelebt, ne? Ich wusste tatsächlich, ich habe vergessen, dass die abgerissen wurde. Das ist echt krass. Sehr, sehr krass. Ja, ultra unangenehm. Extrem, ey. Wir hatten im Urlaub mal so einen mickrigen, uralten Aufzug. Weil ich finde es so furchtbar, ne? Aber naja. Ein Spiel, das Menschen, die unter Klaustrophobie leiden, absolut nicht spielen sollten. Ich bedanke mich aber auf YouTube auch fürs Zuschauen, hier im Chat gleich sowieso, aber auf YouTube fürs Zuschauen, ich kann nicht mehr reden und ja, bis zum nächsten Spiel. Bye, bye.